Jutschi, Leute, willkommen zu meinem Let's Play Super Mario Galaxy. Gut, dann wollen wir mal mit den Luma reden. Lalala, lalala, hey Luna, hast du keine Sternteile? Ich will Sternteile essen, ganz viele will ich davon essen. Lalala, komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich 800 esse, verwandle ich mich. Ich bin so aufgeregt, ja. Aber wirklich auch Mund aufmachen, okay? Das war's, mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Ja, bitte nicht Sternteile kotzen. Eine Galaxy wurde geboren. Okay. Wollen wir mal dahin. Fischdoder Galaxie, goldener Köder des Urfischplaneten. Na gut. Und ich glaube, ich nehme auch gleich mal die andere Galaxie in Angriff, wo ich ihn höher drücke. Oh, wirklich Fischtunnel. Oh, guck mal. Dora Turner gab. Yes! Was hast du denn für ein Problem, du Krabbe? Wir wollen nicht aus dem Weg, sonst wird sie nervig. Na, du, was machst du denn hier? Das ist mein Versteck. Ein perfekter Ort zum Angeln. Okay, der Krebs hat dann gesehen, dauert ab. Wenn man den platt macht, kriegt man einen ab. Also einen Lebenspilz. Der Cooper läuft so rum, als ob er nicht mehr so viel hat. Die Truhe öffnet sich für den leuchtenden Panzer. Okay, du leuchtest natürlich nicht. Dann wollen wir mal. Oh. Damit. Ach ja, dieses Level ist auch ein bisschen tricky, kann ich mal sagen. Da. Ich bin schon gewundert, wie viel Münze das auch immer gleich aus. Okay, erstmal Luft holen, dann runter. Aber nicht auf Kollisionskurs gehen. Wir müssen nämlich so diese Teile sammeln wieder. Sternsplitter oder Stern. Nee, das sind Sternsplitter und die anderen. So. Jetzt wird es ein bisschen tricky, einfach aus dem Grund. Ach ja, ich kann ja mit Z bremsen gerade, aber ich muss mal Luft holen. Weil ihr habt sicher diese ganzen netten Quallen gesehen und genau da. Genau ist da ein Sternteil. Ach, da ist ja noch einer. Da, ganz weit weg. Okay, hier. Ja, super. Erstmal Luft holen und dann soll ich mal öfters die Bremsen einsetzen. Das ist mal keine schlechte Idee. Aber ich bin nun mal nicht daran gewohnt, dass es eigentlich bei solchen Sachen Steuer, also hier da wirklich sowas wie Bremsen gibt. Ja. Und wisst ihr, was ich auch noch hasse, dass die Kamera sich so dreht, dass man nämlich nichts mehr sieht. Das ist so ätzend, Leute. Ich könnte ja einfach das immer ohne Panzer versuchen, aber Leute, ohne Panzer, naja, dann ist man langsamer und dann greifen irgendwie auch anscheinend die Viecher an. Okay, Dame. So, da haben wir es. Oh, klappt doch. Hey, jetzt sehe ich die. Die haben ja echt solche coole Augen. Sehen ja gar nicht böswürdig aus. Ich nehme es zurück.
Fische? Was machen die Skelettfische hier? Okay, warte mal. Neue. Wie heißen diese Fische? Das sind die auch so cool hier. Aber denen interessiert das ein Scheißdreck. So einfach einen Patzer nehmen und noch gut, dann hauen wir ab. Wo sind wir jetzt? Ach da. Das war der Boden. Dann gehen wir mal hier lang. Und auf einmal haben sich hier riesig nichts vermehrt. Okay. Aber zum Glück haben Panzer immer eingebaut. Lampen. Darum. Das ist kein Problem. So. Und. Ich hätte auch gedacht, wenn der Panzer in die andere Richtung geflogen wäre und. Tot? Oh, ich bin beinahe stehen. Oh, Mario! Ah, ich wollte gerade einen Powerstern aufheben. Da ist er in diese Schatztruhe gefallen. Es war furchtbar. Na, jedenfalls nimmst du ihm bitte den Powerstern, den ich gefunden habe. Oh Mann, tot. Naja, aber man muss ihn ja zugestehen, er hat wirklich alleine geschafft. Hier bitte, ein Powerstern. Aber genau wie Luigi muss man ihn dann wieder rausholen. Und was sagst du dazu, dass da ein Tod drin war? Da war ein lebender Pilz. Was? Da war ein lebendiger Pilz in der Schatztruhe. Das ist der Fluch der Götter. Nö, das ist tot. Captain Tod. Ordne mal den Pilz. Ja, Stern. Hat ja besser geklappt, als ich erwartet habe. Ja. Goldener Kühl ist unverständlich, okay. Warte. Hier ist ein Brief von Luigi! Was, Luigi? Hey! Ich habe den Stern, aber jetzt komme ich nicht mehr zurück. Das wurde hilft dir, mich zu finden. Ach, das ist doch die Bienenhonig-Galaxie. Bienen, also da, wo die Bienen leben. Was ist das für ein Ort? Er wirkt vertraut, aber andererseits auch wieder nicht. Ja, aber... Also wirklich, ich habe wirklich ein übel schlechtes Gedächtnis, Leute. Wisst ihr das? Gut, dann holen wir mal Luigi da wieder raus. Ach... Dieser kleine Bruderherz. Ach, ich mag ihn. Ich frage mich, ob es eigentlich zu Super Mario Galaxy auch ein Manga gibt. Ich finde gerade nicht eine, wie nennen sich die Dinger nochmal? Das würde mich interessieren, weil von The Adventure of Link gibt es natürlich auch ein Manga. Ich glaube, die Chance, dass jemals ins Deutsch rauskommt, sind gleich sowas von gering zu null. Einfach weil. Ja. Einfach aus dem Grund, weil es altmodisch ist. Ja, Honigbienenkönigreich. Ich weiß. Ich war schon mal hier, Leute. Ach, die Hirnsauger. Weil wenn sie bei mir drin bleiben, also mein Kopf bleiben, dann mache ich irgendwie Schaden. Oh. Also in dem Wasserfall siehst, ist das Schloss unserer Königin. Also ich sehe eure Königin. Und viel sagt, dass eure Königin größer als das Schloss ist. Komme ich eigentlich da hier so rüber, ohne gleich abzuschiffen? Ja, da ist ein schwarzes Loch. Ich fürchte, das ist zu hoch. Ich glaube, ich finde einen anderen Weg.
wollen noch mehr schnappen. Ja. Ich eier deswegen um, weil ich nicht in den Felsen reinlaufen wollte. Aber ich wollte auch nicht stehen bleiben. So. Okay. Oh, ich hab's geschafft. Ich habe immer die Befürchtung, das schaffe ich nicht. Aber Schreck kann man ja doch länger fliegen, als ich gedacht habe. Hau ab. Hi, Luigi. Wie geht's? Hi. Was bist du denn? Ich bin's doch. Mann. Au, au, au. Ah, Bruderherz. Ist der Rieskäfer weg? Das ist ein Riesenkäfer. Also, ich würde dir nicht empfehlen, den Boss der Stinkkäferfamilie zu begegnen. Dann lass uns den Porsche nehmen und nicht so viel weg von hier. Ja. Okay. Ja. Nee, Porsche nicht weg von hier. Okay. Na dann komm. Oh, das hat mir geschafft. Dann sind wir hier. Luigi in Honigbienenkönigreich. Ich war nur deswegen irritiert, weil wo wir einmal Luigi geholt haben. Ach nee, das war ja was anderes. Das war ja was ganz was anderes. Weil da ist ja Luigi erst erstmal aufgetaucht hier im Spiel. Da ist auch immer klar, dass er erstmal Rosalina vorstellig wird. So, wollen wir mal Luigi im besuchen? Du musst dich eingeschlafen lassen können. Hallo Luigi, na? Was geht? Wann gehst du wieder los? Sorry. Ach, ich bin fix mit alle. Die restlichen Powerstellen überlasse ich dir. Viel Glück noch bei der Sonne nach den Powerstellen. Moment, du hast nur bisher 3 Powersterne. Die finden schon ein bisschen kaputt. Mann, ich muss 120 finden. Mann, Luigi, du enttäuscht mich, Bruderherz. Egal. Wenn er zu kaputt ist, dann soll er sich ausruhen. Aber ich werde jetzt mal diese Galaxis in Angriff nehmen, da. Aber das sehen wir in den nächsten Part, Leute. Also, see you later.